Hi von der Eurobike, ich bin der Flo von Bike24. Bei mir ist der Sascha, Entwicklungsingenieur bei Tune. Tune hat uns schon gerade eben sehr viele Neuigkeiten ganz kurz vorgestellt und wir wollen euch die natürlich nicht vorenthalten. Wir stehen jetzt hier vor dem großen Tisch mit sehr vielen Narben, Vorderrad sowie Hinterrad. Sascha, was gibt es denn da für schöne Neuigkeiten bei euch? Also wir haben dieses Jahr einiges gemacht an unseren Narben. Wir haben das Ganze so als Baukastensystem aufgezogen, bieten jetzt unter anderem drei verschiedene Kugellagertypen an. Wir haben einmal unsere Standard-Präzisionslager. Die sind gedacht für den Einsteigerkunden, der vor allen Dingen eine preisattraktive Narbe sucht. Für den High-End-Kunden, der den maximal niedrigen Rollwiderstand und leichtes Gewicht sucht, haben wir unsere eigene Keramiklager. Okay. Diese kommen standardmäßig in den Skyline-Narben bei uns. Und für den Kunden, der viel im Dreck unterwegs ist oder besonders langlebige Laufräder sucht, haben wir die Endurance-Lager, spezielle Kugellager, wo die Leerfläche im Inneren mit einem Kunststoff ausgespritzt ist, um das Wartungsintervall einfach zu verlängern und damit für mehr Haltbarkeit zu sorgen. Super. Zusätzlich können wir bei den Narben nun, um das Gewicht weiter zu reduzieren, neben den bisher bekannten Aluminium-Endkappen auch Endkappen aus Carbon anbieten. Ja. Diese werden bei uns im Haus aus einem Hochleistungspolymer gefertigt und reduzieren je nach Narbe das Gewicht um 2 bis 6 Gramm. Das ist im Vergleich zur alten Narbe? Das ist im Vergleich zur alten Narbe, kommen wir dann so von, sagen wir mal, 186, vielleicht auf 183 Gramm. Klingt nicht nach viel, ist aber in dem Bereich, wo wir uns bewegen, dann schon wieder einiges. Genau. Ich sehe hier verschiedene Farben bei den Freilaufkörpern. Hat das irgendeinen bestimmten Grund? Genau, wir haben drei Freilauftypen eingeführt. Altbekannt dürfte den meisten Leuten der blaue Freilauf sein. Der bleibt weiter im Programm. Ist unser 3T-Freilauf, bietet also drei Sperrklinken, 27 Rastpunkte. Für den Kunden, der einen schnelleren Antritt sucht, noch ein bisschen direkteres Fahrgefühl, haben wir den neuen 6T-Freilauf im Angebot. Mhm. Dieser hat 6 Sperrklinken, doppelt so viele Rastpunkte, also 54. Ist gedacht für Leute, die Rennen fahren, vielleicht beim Sprint direkt mitziehen müssen. Da ist es dann ideal, wenn der Kraftfluss noch schneller erfolgt. Und der goldene Freilauf, der wird allen gefallen, die sich einfach aufs Rad setzen wollen und sich nicht groß drum kümmern wollen. Der Freilaufkörper ist speziell verstärkt und kommt mit dem speziellen Lager, was ich eben gezeigt habe. Und das erhöht einfach den Wartungsintervall. Ist eine Narbe, da fährt man einfach mit, kümmert sich nicht groß drum. Hochdruckreiniger und so weiter. Kann die deutlich besser ab als die anderen Narben. Vielen Dank für den schnellen, aber sehr ausführlichen Überblick. Sehr gerne. Ich denke, wir gucken uns gleich noch was anderes an. Soweit erstmal von den Narben von uns hier. Macht's gut, euer Flo von Bike24.